Die Börsenweisheit, wer streut, rutscht nicht aus, ist aktueller denn je. Denn angesichts der turbulenten Kapitalmärkte ist es ein Muss, so breit wie möglich zu diversifizieren. Doch wie kann man als Privatanleger nach diesem Motto sein Geld anlegen? Das wollen wir jetzt besprechen mit Vermögensverwalter Thomas Mitroulis. Er ist Geschäftsführer der AXIA Asset Management GmbH im Rahmen unserer Interviewserie 10 Ideen für erfolgreiche Börseninvestments. Schön, dass Sie da sind, Herr Mitroulis. Danke, Frank. Zunächst mal ganz grundsätzlich, warum ist es denn so wichtig, sein Erspartes so breit wie möglich zu streuen? Ja, also die Diversifikation, wie das in unserem Fachjargon heißt, also die Streuung des Vermögens in mehreren Anlageklassen, ist elementar für eine gute Strukturierung, also nicht nur bei dem Vermögensaufbau, sondern auch bei dem Vermögenserhalt. Weil letztendlich alle Anlageklassen laufen nicht gleichzeitig hoch oder runter. Je breiter gestreut, desto weniger ist das Risiko eines Portfolios. Und natürlich auch die Rendite kann man auch effizienter gestalten und steigern. Nichtsdestotrotz, in einer Phase, wo der Kunde das Geld benötigt, kann man Anlageklassen, die gut gelaufen sind oder nicht benötigt sind, das Geld als Entnahmequelle dann nutzen. Also diese Vorteile, Flexibilität, Diversifikation, also breite Streuung, um das Risiko zu minimieren und Rendite zu generieren, sind die wesentlichen Bestandteile, die wesentlichen Argumente, die dazu beitragen, dass man sozusagen diversifizierbar bitte. Ja. Das Ganze ist sogar wissenschaftlich begründet. Es gab einen Nobelpreis für Markowitz, dafür ist schon ein paar Jahre her. Aber so hat es ja diesen wissenschaftlichen Anstrich. Aber jetzt mal Hand aufs Herz. Es gab ja Tage an der Börse, dass quasi alles gleichzeitig gefallen. Mhm. Hat Markowitz damit noch seine Berechtigung? Ich finde schon, wenn man bedenkt, aber dass Markowitz 1952 seine Theorie aufgesetzt hat und veröffentlicht hat und 1990 dann auch den Nobelpreis dafür bekommen hat, sieht man auch, wie lange diese Effizienztheorie dann Bestandteil eine Investmentidee dann auch ist. Und effiziente Portfolios ist Portfolios, die breit diversifiziert sind, die unterschiedliche Anlageklassen dann auch mischen. Ja, die Korrelation zwischen den Anlageklassen hat extrem zugenommen in letzter Zeit. Warum? Gerade in Krisenzeiten, der Kunde gerät in Panik und dann passiert automatisch eins, er verkauft alles gleichzeitig. Und so entsteht so der sogenannte Herdentrieb und gehen alle Kategorien, alle Anlageklassen runter. Aber nichtsdestotrotz, Markowitz ist dann, man muss es vielleicht ein bisschen modifizieren, aber macht das durchaus Sinn, dann auch mit Bezug zu nehmen auf Markowitz. Aus unseren Gesprächen bisher weiß ich, dass Sie Aktien bevorzugen. Mhm. Das ist ein wesentlicher Bestandteil im Portfolio. Aber was gehört jetzt neben Aktien noch mit rein ins Portfolio? Also wir nutzen aktiv, gerade jetzt, wo die Zinsen, wo wieder am Kapitalmarkt Zinsen generieren, Anleihen, Unternehmensanleihen, Staatsanleihen auf Euro- oder Dollarbasis, macht das Sinn. Auch dazu streuen, zu diversifizieren, was Währungen angeht. Immobilien spielt eine wichtige Rolle, also sei es jetzt über Immobilienfonds oder tatsächlich dann Immobilien in physischer Form. Rohstoffe, Gold, Silber, Platin und alternative Investments durchaus, also Hedgefonds oder Private Equity. Also das ist jetzt nicht für jeden Kunden, muss man das Risikoprofil des Kunden analysieren, passt das zu seiner Risikoneigung, zu seiner Anlagehorizont, zu seiner Anlageideen. Aber das sind die Kategorien, an denen wir denken und wo wir investieren. Das ist jetzt breit diversifiziert nach Anlageklassen. Gleichwohl machen viele Anleger ja auch den Fehler, jetzt hier beispielsweise in Deutschland, dass sie möglicherweise ja breit diversifizieren, aber am Ende des Tages alles in deutsche Aktien oder Anleihen reinstecken. Homebuyers nennt man das. Wie kann man das umgehen? Wie geht man damit um? Ja, gute Frage. Das ist tatsächlich typisch. Also viele Anleger bewerten den hiesigen Markt, Kapitalmarkt über. Also weil ich kenne mich aus, ich kenne Bayer, ich kenne Bayer Safe und so weiter, die ganzen Unternehmen und gucke ich nicht über den Tellerrand hinaus, weil ich das besser, das ist sprachliche vielleicht, das Thema oder kulturell und da sind letzten Endes viele Kunden, die das so Homebuyers investiert sind, ziemlich in Schieflage, weil sie nicht breit genug diversifiziert sind. Könnte man jetzt noch einen Schritt weiter gehen und sagen, man sollte eben nicht nur nach verschiedenen Asset-Klassen diversifizieren, nicht nur natürlich international streuen, sondern kann man auch nach Strategien streuen? Sehr, sehr empfehlenswert auf alle Fälle, weil wir haben das Thema in der zweiten Frage Markowitz und viele Anlageklassen laufen auch parallel, gehen runter, gehen hoch. Das kann man entgegenwirken, mit dem wir Strategien einsetzen. Also es gibt zum Beispiel Aktien, die ein Momentum haben, die sehr stark steigen im Vergleich zu anderen. Die sollte man nutzen. Oder Aktien, die von den Anlegern liegen gelassen werden. Also sollte man auch nutzen. Value-Aktien versus Growth-Aktien. Also das sind so Strategien, die jetzt bezogen nur auf das Thema Aktien,
ist es sehr sinnvoll, um das Risiko weiter zu streuen und die Rendite dann auch besser, effizienter zu gestalten. Mhm. Abschließend die Frage, wie kann man jetzt als Privatanleger den richtigen Mix für sich finden, die richtige Diversifizierung? Auch da natürlich die Frage, es kann nur eine Faustformel sein, aber ja, gibt es da möglicherweise was? Ja, tatsächlich Faustformel, such mal deinen Anlagehorizont, wie lange willst du investieren? Was ist deine Risikoaversion? Was kannst du in Kauf nehmen an Risiko? Und letztendlich, was sind deine Vorzüge? Homebuyers, haben wir gesagt. Oder hast du bestimmte Themen als Anleger, wo du sagst, mich interessiert der Bereich Gesundheit oder KI? Da sind die Themen, beschäftige dich damit und letztendlich dann gestalte dann entsprechend deinen Aktienanteil dann in deinem Portfolio. Je länger dein Anlagehorizont, desto größer sollte dann der Aktienanteil in deinem Portfolio sein. Dann haben wir eine Menge gelernt über Diversifizierung nach Strategien, nach Anlageklassen, in welche Richtung auch immer, mit Thomas Mitrolis von der AXIA Asset Management hier auf dem Parkett der Börse Frankfurt. Schön, dass Sie bei uns waren. Danke. Vielen Dank, Frank. Danke.